Und dadurch ist Sari Wok zwei Monster geworden und hat dich getötet. Er konnte nur ein Kind retten, es war nicht mehr Zeit. Aber auch ich war dort. Ich habe euch gewählt. Ich konnte euch nicht beide retten. Er hat mich zurückgelassen und stattdessen euch gerettet. Und so bin ich aus eigener Kraft geflohen und wurde dann von Zieheltern des Eisenthrons aufgezogen. Es spielt keine Rolle. Schlussendlich habe ich Gorion dafür getötet. Ja, gut. Hiermit wird eure Vergangenheit offenbar. Eure Mutter war eine Priesterin Baals. Sie wurde von Gorion getötet. Ja, und das bedeutet mir überhaupt nichts. Das ist eine Überraschung, aber es ist besser, es hat sie erwischt als mich. Gorion hat mein Leben gerettet, davon hat er mir nie etwas erzählt. Ich empfinde Bedauern für meine Mutter. Gorion hat getan, was er tun musste. Das war also meine Mutter. Wie schrecklich. Kein Wunder, dass Gorion nie davon was erzählt hat. Nehmen wir mal die vier. Und was ist mit eurem Bruder Sarevok? Was wäre gewesen, wenn das Schicksal nicht eingegriffen und Gorion ihn statt euch aufgezogen hätte? Wäret ihr dann so wie Sarevok geworden? Wäre Sarevok jetzt an eurer Stelle, wenn sich das Schicksal nur ein klein wenig anders entschieden hätte? Steht ihr so gesehen nicht in seiner Schuld? Wenn jemand in seiner Schuld stand, dann Gorion. Diese Schuld wurde beglichen. Niemand steht in seiner Schuld. Gorion hatte keine Wahl und ich wäre nicht wie Sarevok geworden. Sarevok ist für sein Schicksal verantwortlich, weder Gorion noch ich sind es. Sarevok hat für seine eigenen Taten bezahlt, aber so wie es jetzt aussieht, ich weiß es nicht. Vielleicht stehe ich ja in seiner Schuld. Ja, ich stehe in seiner Schuld. Es hätte leicht passieren können, dass ich sein Leben geführt hätte und er das meine. Nehmen wir mal die vier. Wir sind fertig, zumindest momentan. Kehrt zu eurem Einspringsel zurück. Ihr werdet feststellen, dass euch jetzt ein Teil davon offen steht. Ihr könnt ihn näher untersuchen, wenn ihr es wünscht. Überdenkt, was ihr heute erfahren habt. Lebt wohl, Gottkind. Mhm. Flutsch. Plötzlich wisst ihr mit einer sonderbaren Gewissheit, dass der dahinterliegende Raum eine Herausforderung birgt. Ihr spürt instinktiv. Kriege ich den Text bitte noch? Ihr lebt! Ich habe die Kampfgeräusche gehört und bin zurückgekehrt. Aber ihr wart verschwunden und der Riese tot. Ja. Nur ein kleiner Spaziergang. Ich bin überrascht, euch lebendig zu sehen. Und wie kann es sein, dass ihr hier seid? Erklärt mir das aber rasch. Ihr habt erwartet, dass ich tot wäre. Es tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Ihr habt überlebt. Hat die restliche Barbus auch überlebt? Nehmen wir mal die vier. Ich habe versucht, die Wahlbrut nach draußen zu bringen. Aber es war schon zu spät. Yagashura schien zu denken, ihr wärt in der Stadt und sucht euch wieder. Er hat sie alle abgeschlachtet. Irgendwas stimmt mit der Frau nicht. Nur ein paar Bürger und ich konnte aus der ganzen Zerstörung entkommen. Ich war verwirrt, ich hatte keine Ahnung, wo ihr wart, bis ich euren Kampf hörte. Dann kehrte ich so rasch wie möglich zurück. Sarados ist zerstört. Alle, die ich schon seit so langer Zeit zu beschützen versuchte, sind tot. Wenigstens habt ihr Yagashura getötet. Möge er in der Hölle verrotten, die er sich verdient hat. Ihr habt gesagt, ihr habt Informationen über Yagashuras Verbündete. Ich werde sie rächen. Das darf nicht so weitergehen. Was schlagt ihr vor, was ihr als nächstes tun? Nur mehr konnte ich nicht tun. Ich sollte mal sehen, dass ich weiterkomme. Ja. Ich werde sie rächen. Ich habe euch Informationen als Gegenleistung für Yagashuras Tod angeboten. Es ist jetzt zwar zu spät, um Saradush zu retten, aber diese Informationen könnten noch immer hilfreich für sein. Ihr müsst nur bereit sein, mich anzuhören. Ein paar Antworten wären nicht mal schlecht. Ich stimme momentan noch gar nichts zu, aber ihr solltet mir auf jeden Fall mal sagen, was ihr wisst. Es wäre gut, wenn es keine Lügen wären, Mesan. Ich bin wirklich in der Stimmung dafür. Nehmen wir mal die 1. Yagashura hat Verbündete. Sie sind allesamt Kinder Baals. Sie gehören zu den mächtigsten unter euren Brüdern und Schwestern auf ganz Ferun. Eine von ihnen hieß Ilasera. Sie war es, die Kinder Baals, die ich beschützte, jagte. Und sie war es, die uns zur Flucht nach Saradush zwang. Sie ist jedoch vor etlichen Wochen aufgebrochen und in den Wäldern der Elfen verschwunden. Diese habe ich auch schon getötet. Welche gibt es noch? Ich kenne nur ihren Namen. Absigal und Sendai. Sie planen alle anderen Kinder Baals zu töten. Gemeinsam sind sie praktisch unerteilsam.
Warum tun sie das? Habt ihr eine Ahnung? Das erklärt noch lange nicht, warum die Balbrut überall zu schwarzen Schafen gestempelt und gejagt wird. So schlimm können die auch nicht sein. Ich habe ja bereits zwei aus ihren Reihen getötet. Eigentlich drei, wenn man Ilkan mitrechnet. Nun, wenn sie so unaufhaltsam sind, wie soll ich sie dann aufhalten? Nehmen wir mal die zwei. Das stimmt nicht. Das erklärt nämlich wirklich sehr viel. Es stimmt doch, dass die Kinder bald für die Zerstörung verantwortlich sind. Und es wird alles getan, um Gerüchte und Geschichten darüber zu verbreiten. Auf diesem Weg erledigen verängstigte und abergläubische Leute einen Teil der Arbeit für die Jäger. Aber geraten sie auf diesem Weg nicht selbst in Gefahr? Aber warum tun sie das alles? So gefährlich können sie auch nicht sein. Wie soll ich also gegen sie vorgehen? Bringen sie sich auf diesem Weg nicht selbst in Gefahr? Wie viel Gefahr droht euch durch einen aufgebrachten Mob-Talisa? Peinlich bringt immer nur die Hilflosen in Gefahr. Diese Balbude ist wahrlich nicht hilflos. Gemeinsam könnten sie sogar euch besiegen. Warum tun sie das alles? Ich wünschte, ich wüsste es. Es kann sein, dass sie der Ansicht sind, auf diesem Weg Macht zu erlangen. Vielleicht möchten sie ja selbst Götter werden. Dennoch werden sie nur Chaos bringen, wenn man sie ungestraft agieren lässt. Wie soll ich euch glauben können? Ihr scheint ja selber nicht wirklich über sie Bescheid zu wissen. Ja. Schlimm können die auch nicht sein. Ich habe ja bereits zwei aus ihren Reihen getötet. Was soll ich also gegen sie unternehmen? Ihr seid äußerst mächtig, Talisa. Vielleicht können sie euch gemeinsam besiegen, aber wenn sie einzeln gegen sie antretet, einzeln könnt ihr sie vermutlich besiegen. Ihr könnt all dem ein Ende bereiten. Ich kenne zwei Orte hier in Tethir, an denen Yagashua-Verbündete ihre Macht konzentrieren, wo sie fürchterliche Armeen ausheben, für welchen Zweck auch immer. Ich kann euch zeigen, wo die Enklaven sind und ihr könnt diese Orte dann doch betreten und einzeln gegen diese Monster kämpfen. Es ist gefährlich, aber die einzige Möglichkeit. Nicht so schnell, ich habe der ganzen Sache ja noch überhaupt nicht zugestimmt. Vergesst es, ich habe kein Interesse daran, mich in diese Sache verwickeln zu lassen. Ich muss mich ausruhen und heilen und ich benötige Ausrüstung. Wie soll ich dieses Problem lösen? Nun, ich werde tun, was ich kann. Nehmt mal die drei. Ich habe noch einen Verbündeten, auf den ich zählen kann. Bisher habe ich jedoch gezögert, ihn in die Sache zu verwickeln. Wenn sich jedoch die Chance bietet, all dem Mord ein Ende zu bereiten, bleibt mir wohl keine andere Wahl. Er ist der Anführer eines kleinen Mönchsordens in einem entfernten Dorf in der Kalimswüste. An diesem Ort hat er einerseits vor Verfolgung geschützt und andererseits könnte er ihn als Stützpunkt benutzen, um die Enklaven von Absigal und Sendai anzugreifen. Und das wird wohl reichen müssen. Gut, nehmt diese Karte, sie zeigt euch den Weg zum Dorf. Man nennt es Amketran. Ich werde voraus sein und mit meinem Freund Balthasar sprechen. Ich wollte zusehen, dass alles für eure Ankunft bereit ist. Wir können uns hier nicht aufhalten. Als weiteres sollten wir in Amketran besprechen. Macht euch so schnell es geht auf den Weg dorthin. Ich habe es auf eurer Karte eingezeichnet. Seid vorsichtig, Talisa. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Ja, vielleicht sogar die letzte Hoffnung von ganz Ferun. Es spielt keine Rolle, ob ihr das wollt oder nicht. Wir treffen uns in Amketran. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Okay. Was immer ihr wünscht. Die ist despawned. Ich freue mich, einen neuen Tag erleben zu dürfen. Hab allerdings das Gefühl, dass das Licht meinen Augen wehtut. Okay, wer braucht Tränke? Identifizieren wir mal das Zeug. Schild der Rechtschaffenheit plus 4. Rüstungsklasse. Ja, das ist immer noch das Festungsschild. Minus 7 Rüstungsklasse gegen Fernkampf. Minus 4 auf die Rüstungsklasse. Und du wirst das... Du kannst das tragen. Halleluja. Shurupax Plattenpanzer. Plus 1 auf Geschicklichkeit, Feuerresistenz, minus 2 Rüstungsklasse. Das Teil ist mächtig. Nee, das kriegt man in Minsk. Runenhammer. Auf dem Träger liegt Schuss vor Lebenskraftentzug. Fähigkeit
Verletzten im Kampf, Untote erleiden durch einen Treffer. Schadenspunkte müssen einen Rettungswurf gegen Todesmagie bestehen oder sie werden vernichtet. Wuchtwaffe. Kann ich verwendet werden von Dieben, Druiden, Magiern. Warum kannst du es nicht verwenden? Zu schwach. Der ist aber nicht so gut wie der Hammer. Kannst du das Ding benutzen? Nein. Behalten wir den mal. Fragt, wenn ihr es wollt. Also ja, Yagashura direkt zu töten war die einzige Möglichkeit. Auch wenn wir dadurch ein bisschen was hier verpasst haben. Gut, die zweite Möglichkeit wäre gewesen, den Schwierigkeitsgrad auf leicht zu lassen. Aber das wäre zu einfach gewesen. Wie sieht es eigentlich mit Stufenaufstiegen aus? Dauert noch ein bisschen. Da ist bald einer als Kämpferin. Die haben beide einen. Imoen ist noch ein Stück weit weg. Airy geht so. Also gut, Stufenaufstieg. Eine zusätzliche Waffenfertigkeit. Komm, du kriegst auch mal Hellebarden. Kriegst auch mal Deva beschwören, weil bei dir ist das eine Fähigkeit dann. Ihr zeigt mir, ich bin bereit und ich schlage zu. Ach, du kannst jetzt schon zweimal Deva beschwören, auch gut. Schwerter statt Mörder. So, Minsk-Stufenaufstieg. ETW, 3 Trefferpunkte, zusätzliche Waffenfähigkeit. Speere einfach mal. Attributsmäßig. Spuren lesen, nö. Zähigkeit. Das nehme ich mal. 40% weniger Schaden für 2 Runden hier Stufe des Kriegers. Das sind bei ihm also 41 Runden, was sehr lange ist. So, Schwierigkeitsgrad wieder hoch. Natürlich. Jetzt können wir uns auch in Ruhe in Yagashuras ehemaligen Kriegslager umsehen. Einen Blick auf die Map werfen, da ist Saradush immer noch. Schleuderkugeln, Bolzen und so weiter. Und ja, halt das übliche Zeug, was hier so rumliegt, was nutzlos ist. Also von Gegnern, die wir getötet haben. Ja. Das heißt, Saradush ist nicht mehr erreichbar. Ich warte. Wir können uns also einer neuen Herausforderung stellen. Das ist die eine Sache. Ich kann erstmal warten, bis hier geladen ist. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Okay. Das
Das heißt, wahrscheinlich werde ich auch nicht mehr nach Sarados schreien können, oder? Nö. Okay. Zeuge Seilsprengsel. Rasten und so. Und vorher mal Kespe nachfragen. Frag, euer Wunsch ist mein Begehr. Cespina stolz. Okay. Sicher. Was das? Ihr habt einen Hammer? Baal hat sich mal Hammer auf großen göttlichen Zeh gehauen. Ist tagelang rumgesprungen und geflucht, wirklich. Hat mich in Hintern getreten, dass ich bis Bator geflogen bin. Blöde Woche das.